Beendet wird dieser Eingriff mit dem Verschluss der minimalen Hautwunde, die meist kürzer als 1 cm ist, mit 1 bis 2 Nähten, die sich nach etwa 2 Wochen wieder von selbst auflösen. Weitere Sicherheitsmaßnahmen, die an diesen Eingriff erfolgen müssen, sind ein weiterhin geschützter Verkehr über 3 Monate. Nach 3 Monaten erfolgt die Untersuchung der Samenflüssigkeit. Bei Fällen lebensfähiger Spermien in dieser Untersuchung ist dann ein voller Empfängnisschutz und eine volle Sicherheit gegeben. Negative Folgen hat dieser Eingriff für den Mann keine. Die Hormone werden vom Hoden direkt ins Blut abgegeben, also gibt es keine hormonellen Veränderungen. Auch die Intensität des sexuellen Erlebens ist unverändert. Die Menge der Samenflüssigkeit bleibt fast unverändert, da nur 5% vom Hoden und Nebenhoden kommt und mehr als 90% des Samenergusses durch Sekrete der Prostata gestellt werden. Es sind auch keine Potenzveränderungen des Mannes zu beobachten. Große Untersuchungen haben sogar gezeigt, dass bei 20% der Männer die Potenz nachher noch etwas besser geht, was wohl psychische Gründe hat. Durch das Wegfallen der Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft stellt sich dann auch oft ein höherer Entspannungsgrad beim Geschlechtsverkehr ein. Die Vorteile dieser operativen Methode liegen in der hohen Sicherheit und in der niedrigen Komplikationsrate. Blutergüsse und Infektionen wurden nur sehr selten beobachtet. Falls eine Rückoperation gewünscht wird, ist diese am chancenreichsten innerhalb der ersten 5 Jahre nach dem Eingriff. Später sinkt die Wahrscheinlichkeit einer wiedererlangten Befruchtungsfähigkeit mit jedem weiteren Jahr stark ab. Falls die Produktionsstätten zu lange brach liegen, können zwar noch Spermien produziert werden, diese weisen dann aber nicht mehr die feine und diffizile Struktur auf, die es für eine erfolgreiche Befruchtung braucht. Insgesamt erfreut sich die beiderseitige Samenleiterunterbindung als Beitrag des Mannes zur Familienplanung einer stark ansteigenden Beliebtheit. Abschließend noch ein paar Worte zur Pille für den Mann. Diese ist noch nicht auf dem Markt, wie bereits erwähnt. Sie befindet sich derzeit noch im Versuchsstadium mit Freiwilligen. Vom Prinzip her wird dabei die Bildung eines Hormones unterdrückt, das zur Spermienreifung benötigt wird. Als Nebeneffekt wird auch die Bildung des männlichen Sexualhormones, des Testosterons, unterdrückt. Deshalb muss bei einer solchen Therapie Testosteron von außen künstlich zugeführt werden, meist in Form einer monatlichen Injektion. Diese und noch andere Probleme haben dazu geführt, dass diese Methode noch nicht ausgereift ist und es sicherlich noch einige Jahre dauern wird, bis die Pille für den Mann auf dem Markt erhältlich ist. Abschließend bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie Fragen zu dieser Materie haben, so können Sie mich jederzeit kontaktieren. Auf Wiedersehen.